So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Haben wir dem Imperium den Weg bereitet? Anscheinend. So, da sind wir eigentlich fertig mit dem Grab. Nehme ich einmal stark an. Ah. Und neue Wege bahnen sich hier jetzt. Gut, gut, gut. So, Moment. Wir schauen mal darüber und dort rüber. Ist aber nichts da. Hab dich. Wer hat mich? Du? Ja, genau, weil du mich hast. Mach schön brav Platz. Und bleib liegen. Geh mal darauf. Ja, da oben. Ja, 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 ja. Was ist es? Macht oder Gesundheit? Ach so. Ich hab mir gedacht, da ist so eine große Kugel. Na geh. Ja, ja, du willst, dass ich mich wieder da drauf stelle, aber das bringt sich ja jetzt nichts. Wir müssen, glaube ich, wieder zurück zum Schiff, oder? Schiffe, Schiffe, Schiff, Schiff. Ja, wir müssen wieder zurück zum Schiff. Okay. Achso, ja, das war ja da mit diesem... Wie heißt das? Mit der Luft hier versiegelt, da hat man ja nicht drauf können, genau. Ich weiß schon wieder, ja, 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 ich weiß schon wieder. So. Okay, Moment. Das war R2, gell? Jo. Dann schieß mal. Das funktioniert. Das funktioniert. Das ist ja urgeil. Wir werden problemlos gewählt. Moment. Jetzt. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich wieder zurückpreschen. Mehr entkommst du nicht. Ja, so wollte ich das haben. So, du kannst da nicht durchschießen wegen der Luftströmung. Ist das korrekt? Moment, wir warten ganz kurz. Ja, jetzt macht er gar nichts mehr. Gut. Wer ist das? Tatsächlich, das lenkt ab. Der Luftstrom lenkt ab. Deine Abwehr ist ziemlich gut. Meine Abwehr ist super. Und du bist auch weg. Deine Abwehr ist ziemlich für den Arsch. Komm, schieß nochmal. Ich muss das eh trainieren. Nein! Ah! Das war zu früh, viel zu früh. Viel zu früh, viel zu früh. Jetzt. Ha? Achso, ich habe keine Macht mehr. Um Gottes Willen, ich habe keine Macht mehr. Rauf mit dir. Wieso fliegst du da jetzt runter? Meine Güte. Kell, kell, kell. Wieso geht sich das nicht aus? Hey, Eindringling, halt! Sei ruhig. Jetzt geht sich's aus. So, schnell, 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 schnell. Puh, das war knapp. Gott sei Dank halten die nichts aus. Ich bin wirklich glücklich drüber, dass die nichts aushalten. So, Moment. Neue Wege öffnen sich. Und der erste Weg führt uns mal da nach hinten. Okay, da muss ich weiter rauf irgendwie. Jop. Und jetzt darüber. Jupp. Und bitteschön, BD. Komm wieder her. Irgendwas Brauchbares? Ah, neues Material. Sehr gut. Ausgezeichnet. So. Das ist dafür da, damit ich da wieder raufkomme. Das bringt sich jetzt aber allerdings nichts. Wozu bist du da? Damit ich da raufkomme? Nur damit ich da raufkomme? Dafür ist das da? Das ist euer Ernst? Ah, das muss sich urarg anfühlen. Und hopp! Und hopp! Na, da oben waren wir auch noch nicht, oder? Ja, der Weg hat sich auch erst gerade...
erschlossen. Perfekt. Oh. Nein, da muss ich länger warten. Jetzt. Genau. Jetzt. Perfekt. Und er explodiert. Fertigkeitspunkt erhalten. Okay, da können wir auf jeden Fall mal rauf. Und hopp! Und wieder eine Rutschpartie. Ah, ja, ja, ja. Gut, gut, gut. Ich weiß schon, wohin. So, da setzen wir uns mal ganz kurz hin und tun wir uns mal entspannen. Ausruhen bitte, alles gut. Wir haben wieder einen Punkt, den tun wir gleich reinhauen, würde ich sagen. Und zwar in Macht, würde ich sagen, oder? Nächster Schub kann Kell Gruppen von Gegnern zurückwerfen. Also richtige Gruppen kann er dann zurückwerfen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oder mehr Lebenspunkte von den Steams. Das wäre auch gut. Ich mache die Lebenspunkte. Steam-Stärke erhöht sich. Super. Bin gespannt, ob wir dann irgendwann noch mehr von diesen Steams finden. Momentan mit zwei, das ist ziemlich... Hab dich. So. Du kannst ruhig blocken. Ich brauche nur ein paar Treffer. Ja, ja, ja. Ich brauche... drei Treffer? Jo. Du brauchst ein paar, ich brauche drei. Oh ja, genau, da können wir jetzt auch lang. Na komm. Er weicht aus. Feuer Nummer zwei. Angekommen. Konzentriert euch auf deine Abwehr. Wir sollten ihn verfolgen. Feuer raus. Nicht nachlassen. Ja, ja, schnappt ihn euch, meine lieben Viecher. Ich kümmere mich um den Typen da hinten einmal. Na? Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzter übrig bleibe. Sagt der Kommandant. So, euch lasse ich natürlich auch nicht ungeschehen. Ihr seid ja auch Erfahrungspunkte. Wie er einfach weggeht von mir. Er ignoriert mich. Du bist es mir nicht würdig. So, mach das mal da auf. Wo bringt uns das hin? Wo bringt uns das hin? Bob? Das habe ich nicht erwartet. Ist eine riesige Seppo-Statue. Sollten da nicht auch Seppo-Sachen drin sein? Wo bist denn du, BD1? Wo ist denn der? Irgendwas wollte er scannen, oder? Nur wüsste ich jetzt nicht was. Er ist weg. Ah. Du bist einmal rundum und umgelaufen, hm? Du kleiner Racker, du. Okay, hier ist nix. Ja, da hinten kann ich raufklettern. Mal schauen, wo uns das hinbringt. Und hopp. Ah, da können wir unser Lichtschwert wieder verbessern. Oder ihn. Sehr gut. Skomp-Anschluss. Ah, du hast recht, ich könnte deinen damit ersetzen. Reparieren wir dich mal. Und, besser? Willst du es versuchen? Hacke Konsolen, um neue Gebiete zu erreichen. Okay, warte. Wir tun noch schnell das Lichtschwert anpassen. Ich habe ja gesagt, bei jedem so welcher Tische tue ich immer die Farbe ändern. Jetzt ist wieder Orange dran. So, jetzt können wir uns mal die Sender anschauen, die wir gekriegt haben. Den hier und den hier. Ja... schaut eh nicht so schlecht aus. Nehmen wir uns mal den hier. So, dann haben wir das da unten einmal gefunden.
Das dauert immer ein bisschen. Ja, warum nicht? Nehmen wir uns den hier. Hülse, schauen wir uns auch mal an. Hülsen haben wir viele gefunden. Das ist das von Starkiller, oder? Das nehmen wir uns mal. Und Material. Da haben wir auch schon viel gefunden. Ja, warum nicht? Machen wir mal so hell, oder? So, und wir rennen wieder mit einem orangenen Lichtschwert da rum, damit wir ein bisschen Farbe auch ins Leben kriegen, ne? So, irgendwas will er ausprobieren anscheinend. Gehen wir mal darauf. Das hier kann er jetzt hacken. Cool. So kann man das machen. Ja, ich kann nicht da unten sehen. Hallo. Hochintelligent von dir. Ah, da kannst du nochmal. Bitteschön. Okay, wartet. Ist da unten irgendwas? Ich kann die... Meine Güte, ich kann die Kamera nicht drehen. Nö. Kann ich da ganz rauf auch? Nein, da oben ist, glaube ich, der Tod. Ah. Wartet, jetzt. Ah, ich hab doch gedrückt. Warte, das Geräusch macht mich fertig. Ich will da weg. Wartet, den holen wir uns noch. Eine neue Mantis-Lackierung. Gib mir mal einen Stim, danke. Da kannst du nochmal hacken. Nein, ich wollte den Steam nicht nehmen. Ah, ist ja wurscht. Danke. Bibub. So, wo kommen wir da jetzt hin? Waren wir da schon mal? Aha. Auf dich pfeife ich. Naja, schieß nur. So, da hinten war der Speicherpunkt. Ja, ich gehe nochmal zum Speicherpunkt. Waren wir da unten schon mal drinnen? Also hier, bei dem Radl. Ich glaube, da war ein Echo drinnen, oder? Und Ratten. Ansonsten soll's passen. Okay, dann war da ein Echo drinnen, das haben wir schon. Hey, ED1. So, dann tun wir uns mal wieder kurz entspannen. Alles ist cool. Schauen wir, dass wir wieder unsere zwei Stimpacks mit haben. Alles ist leibend. So, wir können eigentlich gleich da runter gehen. Und ich glaube, der Weg bringt uns wieder zurück zum Schiff. Kann das möglich sein? Oder ist das doch von da oben schneller? Wenn ich das wüsste, wenn ich das wüsste. Moment, den hole ich mal schnell. Ich hab dich. Ich hab's im Griff. Vielleicht. Ich hab's im Griff. Vielleicht. Ja. Achso, ich wäre da so und so. Na, 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 na. Dann muss ich eh wieder so zurück, oder? Hier runter. Und. So rüber, oder? Dann bringt mich das noch weiter rauf. Ich glaube, das ist doch der schnellste Weg zurück zu der Mantis, oder? Ja, zumindest haben wir wieder was Neues gelernt, überhaupt für unseren Androiden. Okay, Moment. Mit Anlauf und hopp! Jawohl. Das war knapp, aber es geht sich aus.
So, das war's, oder? Die anderen sind Nahkämpfer. Das Glück ist auf meiner Seite. Du kannst nicht gewinnen. Los jetzt! Wartet! Ganz ruhig! Wartet, ich will was probieren. Ja, es funktioniert. Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Ah, ich habe nicht so viel Macht, leider. Nimm das. Ich bleibe an dir dran. Nimm mein Steam, danke. So. Aber man kann sie runterwerfen, das ist auch gut zu wissen. Der überlebt das ja nicht, oder? Okay, ich glaube, den Weg muss ich eh zurückgehen. Was ist, wenn ich da durch die Türe gehe? Das bringt mich gleich zum Hangar, oder? Wow, das hat... Oh, na, puh, Gott sei Dank war da was davor, sonst wäre ich da jetzt da geradlinig runtergelaufen. Hopp, top, perfekt. So, und jetzt dann nach links, oder? Okay, dann speichern wir mal hier. Und wir müssen dann weiter nach rechts, wenn ich mich nicht irre. Bitte identifizieren! Verpiss dich. Schaut super aus. Ist cool. Ah ja, ich verstehe, warum diese Abkürzung da ist. Ich verstehe es. Kannst du das jetzt hacken? Ich muss da rein. Tatsächlich, du kannst das jetzt schon. Das ist super. Das war's. Danke. Hast du was gefunden, BD1? Neues Material, okay. Jetzt weiß ich, warum da die Abkürzung ist. Ich verstehe. Die machen wir auch gleich. Das bringt sich ja gar nichts. Kann ich mich da an den Ranken festhalten? Hopp! Ja, kann ich. Sehr gut. So, aber die Abkürzung möchte ich noch gern haben. Dann muss man da runter, links. Hopp. Feind nähert sich. Dankeschön. Tragen wir den Kampf zum Feind. Komm zurück! Konzentration. Verlangsamen. Verlangsame ihn. Danke. Greift ihn an! Schnell! Schaut super aus. Okay, wartet. Das ist alles. Weiter runter geht das nicht. Nehmen wir mal kurz auf die Karte. Ja, okay, gut. Das scheint so zu passen. Aber das ist nur, damit ich darüber komme. Aber ich glaube nicht, dass ich das mit dem Sprung... Was ist das? Da gibt es so viel zu erkundschaften. Ah, ich weiß nicht. Wir gehen aber wieder zurück, würde ich sagen. Zum Mantis. Ich hoffe, ich gehe da den richtigen Weg. So, mal der eine da weg, dann der weg. Die halten ja Gott sei Dank eh nichts aus. Holt ihn euch! Schnell! Erfasst das Ziel! Seid vorsichtig! Oh nein! Oh, nein. Ja, es ist besser, wenn du wegläufst. Es wäre besser, wenn du wegläufst und mir nicht in die Quere kommst. Vollidiot. So, muss ich jetzt wirklich diesen kompletten... Ich bin auch alleine mit ihm fertig. Bist doch alleine. Okay. Trefft ihn endlich! Er ist getroffen. Ah, meine Güte. Wir können doch nicht alle tot sein. Oder doch? Stimmt, BD1. Ich
muss die Wunden versorgen. Danke. Muss ich da jetzt wirklich so den Weg wieder retour gehen? Das geht doch nicht. Das geht doch niemals im Leben, dass ich da raufkomme. Muss doch einen anderen Weg geben, oder? Da hinten war die... Ah nein, doch nicht. Okay, ich habe mir gedacht, da hinten war eine Kiste. Wie komme ich denn dann da wieder retour? Da ist die Mantis. Wie komme ich auf diese Ebene darunter? Wartet, da ist eine Türe. Okay, Moment. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Und zwar gleich da oben rechts, oder? Der Weg sollte mich eigentlich wieder dann zurückbringen. Ein Schlag und er ist weg. Ist cool. So, der Weg ist das. Nein, der Weg da drüben. Der da, oder? Ja. Der geht auf. Sehr gut. Hier haben wir nochmal einen Checkpoint. Den wir uns natürlich auch gönnen. Damit wir wieder zwei Steampacks haben. Ah, wir sind... Ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein Hinter... Durchhalten, bin unterwegs. Ich bin schon da. Ah, Bosskampf. Auf geht's. Ah, das war zu früh. Ah, ich habe keine Macht. Weg! Naja, mehr als dass ich drück, kann ich nicht tun. Weg! Super! Steam! Ja, mehr als dass ich wegdrücke, kann ich auch nicht tun. Naja, du solltest schon weggehen. Naja, Kell, du bist ja auch selber schuld. Du kleiner Mausibär, du. Okay, gut. Mehr als dass ich Kreis drücke, kann ich auch nicht tun. Na, um Gottes Willen. Der ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Ich muss halt den richtigen Moment blocken. Und die Macht halt, die Macht. Die Macht muss man halt richtig einsetzen. Mit diesen großen Raketen und sowas. Aber ja. Ab geht's. So, konzentrier dich auf mich. So, einmal drauf. Mein Steam, danke. Verliert ihr eigentlich ziemlich viel Leben. Stimmt, sofort. Oi. Ah, ich habe keine Macht. Vorsichtig. Vorsichtig, der will mich da ja reinlocken. Jetzt trifft dich der, weil diese Scheißkiste hinter mir steht. Das kann ja nicht euer Ernst sein, oder? Na gut, alle guten Dinge sind drei.
Er ist nicht so schwer eigentlich. Wie ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, habe ich ihn geschafft. Ohne Probleme. Komisch. Und das ist ungelogen. Nur habe ich es leider nicht auf Video. Ja, der Ladebildschirm macht mich halt urfertig. Es ist ein Wahnsinn, wie lange der braucht. So, konzentriere dich auf mich. Jawohl, das macht viel Schaden, das war gut. Ja, ich wollte gerade weg. Gib mir ein Steam, danke. Jetzt haben wir ein bisschen wenigstens wieder an Macht. Gut. Ah, es ist leider nicht voll. Ja, natürlich. Wie soll es noch anders sein? Rauf mit dem Schwert. Das bringt sich jetzt nichts. Jetzt müsste ich eigentlich in den Zweikampf gehen. Ja, komm, zweimal noch. Na. Ja, du bist echt ein Arschloch-Computer-Ding, Alter. Jetzt hätte er nur noch einen Schlag, hätte er braucht. Und er haut die Kugeln raus bis zum geht nicht mehr. Na gut. Dann halt viermal. Was soll's? Na, ich setze da jetzt keinen Cut, nämlich danach ist so und so Partende. Und ich bin froh, wenn wir das als Partende nehmen. Den Bosskampf hier. Komm, lad schneller. Jetzt liegt er aber. Wenn er jetzt nicht liegt, dann unterbreche ich das Let's Play, ja? Kann ja nicht wahr sein, dass ich den jetzt nicht schaffe. Ja, natürlich. Ich schieß. Alter, was soll der Dreck? Verwend meine Macht, Alter, und er wirft ihm die scheiß Kugel nicht zurück. Fick dich. Stimmt, hierher. Jawohl. So, das war jetzt meine große Rache. Nimm dann Steam. So. Nur weg da. Jetzt darf ich auch mal auf dich einprügeln da. So. So, scan das Scheißding. Fertig. Und das Lustige ist, es kommt da tatsächlich jemand raus, Schatz. Und der macht mich jetzt Meier. Tatsächlich. Aus jetzt, da. Das gibt's ja nicht. Nimm mir noch einen Steam, okay, passt. Gottverdammter Schrotthaufen, du. Viermal hat er mich jetzt gelegt. Naja. Geschafft ist geschafft. Gehen wir noch schnell rein, würde ich sagen. Vielleicht können wir noch sprechen. Naja, wir haben wieder 29 Minuten. Ja, das war falsch, da vorne geht's rein. Nicht, dass das wieder so lang dauert. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sepho-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee, ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein.
Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan-Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Okay. So, mit ihr können wir jetzt noch reden. Nochmal. Gib mir eine Minute. Ich scanne imperiale Daten. Du stehst vor mir und machst nix. So, steht er noch immer da draußen? Grease? Nein. Und da hinten ist er auch nicht. Aber wir haben jetzt da... Ah, schaut's, das ist jetzt gewachsen. Und da sind zwei neue Samen drinnen, okay. Hat mir gar nicht aufgefallen, dass wir zwei gefunden haben. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier den Part beenden. Im nächsten Part werden wir dann rüberfliegen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Gut, dann können wir auch noch den Punkt ausgeben, oder? Und zwar, dass wir mehr Macht bekommen. Genau, entfesselt einen mächtigen Angriff. Nein. Zwar das da oben. Kells maximale Macht erhöht sich. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Dann nochmal ausruhen. So, und wie gesagt, im nächsten Part fliegen wir dann los. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.